Hallo Mitspieler, mein Name ist Dolo Riot und ich begrüße euch zur 43. Episode dieses Fallout Shelter Let's Plays. Ein neuer Tag im Shelter. Wie geht's los? Keine Babys, aber einen Tagesbericht mit einem glatten B und 110 Credits. Na, nehmen wir alle, Diana. Her damit. Was war das? Die nächste kommt in 7 Minuten, habe ich das richtig gesehen? 7 Minuten. Okay. Dann werden wir in 7 Minuten nochmal 100 Credits kriegen. Oh, fassen wir erstmal halt ab. Oh, ist hier unten was los. Alle hier oben, ja. Eini Dudel, eini Fieper. So, wir hatten 12.990 ungefähr, als wir angefangen haben. Also könnt ihr sehen, dass das nicht besonders viel Kohle bringt, aber was soll's. Mal her damit. Und ein neuer Bewohner möchte aus dem Ödland zu uns. Und zwar Keith Simmons. Simmons. Bisschen zu viel TH. So, und zwei Rückkehrer haben wir da. Einmal Eddie. Good old Eddie ist zurück. Und hat auch die Taschen wieder voll, aber wir können ihn so, wie er hier ist, reinlassen. Das ist ja schon mal schön. Das sieht so aus, als wenn er, ja, handelsübliche Billigware anschleppt. Dennis Jackson. Ja, sieht old aus. Dann haben wir noch die Sarah, die ist noch unterwegs. Sie hat noch 6er. Ah, die holen wir einfach mal zurück. In der nächsten Aufzeichnung wird morgen sein und das wird bis morgen nicht reichen. Jericho. Jericho hat noch 16, ist ein Tag, 17 Stunden und 42 Minuten unterwegs und der kann durchaus noch weiterlaufen. Der hat noch nicht ein Red Away benutzt. Noch nicht ein Strahlungsschaden gehabt. Ein Horror-Fan-Outfit. E4. E werde ich doch nicht brauchen. Ja, aber Jericho kommt langsam in die Gegend, wo es die krassen Sachen gibt. Weil die gibt's ja, desto weiter man vom Fold entfernt ist, also desto länger man weg ist. Im Grunde genommen sitzen die wahrscheinlich alle hinter dem kleinen Bergchen, hinter der Klamotte. Lassen die Zeit vergehen. Lösho! Oh, mit Stufe 1 ins Ödland und ich hat's leider hingerafft. Eieiei. Ein Centaur kriecht auf mich zu. Ich glaube nicht, dass der knuddeln will. Der Centaur ist so gefährlich, wie er hässlich ist. Ich laufe lieber weg. 7 Schaden erlitten, 184 EP. Bewohner ist im Ödland gestorben. Ah. Was hast du sonst? Ein Feuerameisenkrieger. Davor wieder ein Centaur. Wachhund, Centaur. Mit Centauren hast du es. Meyerlurk. Bissiger Hund, bissiger Hund. Ja, was soll's? Reanimieren, 600 Credits. Da bist du wieder wach, hast zwar wieder neue Energie, aber ich lass dich mal zurückkommen. Gut, haben wir das Management hinter uns. Und da gibt's ein paar Stromklauer. Ja, klaut mal. Pong Peng, fertig. So haben wir es gerne. So ist recht. Gut, dann holen wir mal den Eddie rein. Ups. Sammel dich mal. Und wir gehen mal ins Lager und kloppen gleich die Sachen raus, die wir nicht brauchen. 3 bis 5, alles weg. Eine 4 brauchen wir auch nicht mehr. Was war das? Eine 3 weg. 0 bis 2 weg. 1 bis 3 weg. 3 bis 4 weg. 0 bis 3 weg. 1 bis 2. 6 bis 7 könnten wir noch brauchen. Ich glaube, 5 ist auch durch. Wir sind mittlerweile alle wenigstens auf 6 im Lager. Im Lager, sag ich schon, im Fold. Ja, 6, 2. 12, 6 auf jeden Fall. 6, 2. Klamotten. Weg, weg. Ungesehen, weg. I2 werden wir auch nicht mehr brauchen.
Die werden wir nicht brauchen. S2E1. Wir gehen ja eigentlich auf S2A1 oder was das war. Mit dieser anderen Rüstung. S1E2 brauchen wir nicht. So, P1, A1, L1. Na. C2A1. Weg. P1, A2. Und mittlerweile 2 A3er Kutten. Was anderes werde ich den auch nicht mehr anziehen, nehme ich an. P2. I3er wollte ich mal aufheben. A3er behalten. P2 A3. A3, okay. S3, P3, C3, S2, A1. Mal checken, wie viel S-Klamotten wir dann da. Mittlerweile haben wir die, aber mittlerweile haben die ja alles militärisch an. Oder besser, muss man so zu sagen. Selbst im Trainingsraum, ja, dann können wir den Krempel, die ganzen kleinen S2er-Rüstungen eigentlich auch wegschmeißen oder verkaufen vielmehr. Komm mal rein. Und dasselbe geht nochmal von vorne los. 1, 1 bis 3, 1 bis 3, 5 bis 6, 4 bis 6, 6 bis 8, 5, 2 bis 4, 1, 0 bis 3, 3 bis 5, 6 bis 7, 7 und 6. Ja, dann hol ich die hier auch weg. Ja, die, ups, daneben geklickt. Die 5 bis 6 fliegt dann noch raus. Ja, über 20 Waffen, so viel kann ich gar nicht verteilen. Ja. Die ganzen schönen 6er Waffen. Kommen ja jeden Tag auch neue Waffen rein, also das ist insofern auch nicht so schlimm. Und wieder Rüstung aussortieren. 1A2, S1, P2, P. Weg. Ja, und ihr fliegt dann auch alle raus. Also spitzt sich insofern zu auf diese Standardrüstung oder Standardklamotten, die dann am Ende auch alle anderen werden. Okidoki, dann können wir praktisch Eddie auch wieder losschicken. Eddie, ja, du reparierst dich schon irgendwie selber, oder? Wie geht's denn dir? Geht's dir besser? Nee, dir geht's auch nicht besser. Was jetzt hier eine halbe Stunde warten? Ups, da ist ja die neue. Was soll das denn? Ich habe ein A plus, King of the Hill sozusagen, und minus 2,147 Billionen. Sag ich das richtig? Ist ja auch ja. Habe ich mich auf den 100er gefreut, habe ich zu schnell angekündigt und das mag Fallout Shelter wohl gar nicht. Egal. Halt ein bisschen buggy. Müssen wir durch. Auf geht's, Dennis. Dann versuchen wir uns doch mal hier noch ein paar. Ah, da kommen gleich welche. Sehr schön. Ja, damit. Pressen wir gleich noch welche hinterher. Wenn es denn diesmal funktioniert. Was funktioniert diesmal? Nochmal? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Punkt, Komma, Bindestrich, Slash? Okay. Dann müsste eigentlich das wieder ausreichen. Warum kann ich nicht mehr als 35 lagern? Ich dachte, dadurch, dass ich die Dinger ausgebaut habe, haben die auch ein größeres Lager. Das scheint ja nicht so hinzuhauen. Produktionswerf, Lagerung 30. Da habe ich nicht genau aufgepasst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Stufen beim Lagern waren oder sind. Auf jeden Fall ist das zu wenig, wenn da oben mal 2 oder 3 Stück stehen. Muss einerseits die machen pro Zyklus machen die 12 Stück.
teils zwei Zyklen und man kann ihn praktisch komplett neu ausstatten oder voll ausstatten. Mir ist klar, dass 2x12 nicht 25 ist, aber ich denke, ihr wisst, was los ist. Bin ich eigentlich schwanger in der Bude? Nee, ne? Ihn zwischendurch aufbessern, aufwerten, dann kann man mich Azopaule oben drin lassen. Moment. Komm mal mit. Nicht, dass er wieder rausrennt, weil ein Feier ist. Weil während eines Events kann man ja nur für sich keine Personalverschiebung machen. Diese Theorie führe ich hier gerade ad absurdum. Aber ist das ein Spezialfall? Auf ins Lager. Konntest du denn irgendwas? Ah, schön die Sicht machen. Das konntest du. Jut, 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 jut. Ups. Eieiei. Fast abgeschossen. Tut mir leid. Flinkfinger war am Werk. Alles bei diesem Andy, bei diesem Simulator, kann es schon mal vorkommen, dass man hier unten auf diese Tasten... Na, die seht ihr nicht, weil ich ja den Bildschirm auch so anpasse. Ist ja auch egal. Nichts passiert. Ja, kriegst ein bisschen weniger Redaway. Redaway benutzt ja auch nicht so oft. Nehmen? Nee, macht er ja nicht. Na, das wäre doch eine schöne Take-All-Taste, wenn man jetzt hier rufdrückt und er sich automatisch alles nehmen würde, bis er selber voll ist. Egal. Dachte, ich hätte was entdeckt. Aber es war bloß eine Taste, die nicht wirklich was macht, anscheinend. Okay, dann schauen wir noch mal hier am Camp vorbei. Wir haben hier eine 6. Hier haben wir ganz schön viel Sex da unten. Ich glaube fast, dass wir die hier in Raum 1 ja nicht mehr einsetzen können. Aber hier 7. Kennen das doch nicht hier, wenn ich in so einer Analyserunde bin. Das muss doch nicht sein. 6, 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 ok. Na gut, bleiben wir mal bei den Krallen, gucken wir nochmal kurz zu. Sind sie letztes Mal im dritten Raum, beziehungsweise einer ist noch im vierten Raum gelaufen, es wurde nicht geschossen und da ist er umgefallen oder so? Lebensenergie, die zerren ja. Einer ist down. Nummer 2. Ja, nochmal schön ins Atomkraftwerk. Schießen, Leute, schießen! Fertig, dritter Raum. Und es gibt diese Woche mal wieder Todeskrallen-Kotelett. Okay, dann mal bitte alle auf eure Position. Und ich möchte gerne wissen, wie ihr mit der Stärke seid. 6, 6, 6, 6, 5. 5, 2 Fünfer, die beiden hier, die an der Tür stehen. Okay, dann kommst du mal mit. Er rennt raus, sehr gut. Dann kommst du mit. Und dann rennt er raus. So, sieht gut. Wir haben P6. P7, 6, 3 7, 3 6. Eine 7.
16. Ach, bleib doch mal doof mit dem Fokus. 2 Sechsen, 2 Sechsen. Okay, die 7 gehen hoch. Und zwar sie. Ihr Bede wartet, ja. Mitkommen. Klick, klick, klick. Sie ist auch eine 6, nehme ich an. Jawohl. Mal hier noch 5, 6, 6. 6, 6, 6, 6, ne, alles ganz versext hier. Versext und zugenäht sozusagen. So, dann haben wir P. Dann gucken wir doch mal hier bei den Intelligenzbässchen, wie weit wir da sind. Da haben wir ein 3. Moment. Eine 4. Eben hier oben war nicht, ja, mein Fehler. Gut, eine 4, eine 3, eine 4, eine 4, eine 4 und eine 4. Eine 3, das dürfte eindeutig sein. Komm mal mit. 4. Hinten einer war dann da noch. Na, sie noch. Du hast eine 4, du hast eine 4, hier hast du mir. Zack, zack. Zack, 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 zack. Wo bleibt sie? Oder wo bleibt er? Fehlt mir noch einer. Gucken wir mal. Eine 4. Dann sind wir noch eine 3. So. Ja, dieses Micromanagement ist vielleicht von der Außenansicht nicht besonders spektakulär, aber nötig. Alle Dreier, ja, da können wir nichts mehr dran machen. Gut, 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 gut. Dann gucken wir bei der Brötchenbäcker, was da so los ist. Hier haben wir eine 5, 5, 5, 5. 5, 5, alle 5er. Tun wir alle an ihre Plätze, Dankeschön. 6, 6, 5, 5, 5, 5. Alle, nur nicht ihn anklicken hier bitte. Dankeschön. Eine 5, 5, eine 4. 3, 4 hätten wir hier. Eins. Zwei. Ein Feuerchen. Weil es so kalt ist, wird ja auch langsam Winter.
Feuer braucht nicht unbedingt unsere Aufmerksamkeit. Kontrollieren wir mal hier weiter. 1, 2, 3. Ah, hier können wir die restlichen Viererin stopfen. 1. 2. Obwohl, Feuerchen, ich blöd, Mann. Ach, das ist ja doof. Die rennen wir gleich wieder zurück. Komm du mal mit, du wirst nach unten Lackboxing machen. Weil die 7 wohnen in dem richtigen Raum zu. Zufällig. Ich schieb hier die ganze Zeit hin und her, das ist der Erste, der den richtigen Raum erwischt. Das ist ja fantastisch. Okay. Eine 4 ist wieder zurück. Zweite. Ein höher bitte. Die dritte. Das dürfte dann eigentlich auch sein. Juti, na für die Glücksbringer hier unten haben wir noch nicht allzu viel Verwendung. Ich denke mal, dass ich auch hier auch erst ernsthaft Leute drin stecke, wenn die, ja ich sag mal, ja hier die Säule komplett aufgefüllt haben in ihrem Gebiet, also SP oder A. Wenn die irgendwo auf 10 sind, dann ja, kriegen sie noch ein bisschen Glück verpasst. Dann ist das gut. Das wird dann irgendwann einen mächtigen Ansturm hier geben. Bei eben der, hier Aaron Fischer könnte eigentlich auch C machen. Hier, da könnte man einfach versuchsweise, dann können wir da auch ein bisschen Rotation im Radio machen. Noch ein C3er, zufälligst. Ja, hier, sehen. Dann ist ja auch wenigstens ein bisschen was los. C2, C1. Gut, Leute, das war dann in dieser Episode gewesen. Ja, und jetzt im Nachhinein fällt mir praktisch auf, ich habe ja gar nicht die neuen Klamotten und die neuen Rüstungen. Oh, die, na, Rüstungen sind es ja nicht. Ich sag immer Rüstungen, weil es sich so, ja, eingebürgert hat im Spielewesen. Aber es sind keine Rüstungen. Es sind ja nur Klamotten. Denn die halten ja keinen Schaden auf die Dinger. Die sind ja einfach nur, ja, Kosmetik sozusagen. Das ist das Ninja-Teil, jawohl. Ansonsten, das ist auch ein Ninja, oder? Ja. Ansonsten haben die eigentlich alle schon Kutter an hier. Den Roten Overall. Hm, die haben alle Militär. Die haben alle P3, bis auf sie. Sie hat was besonders toll. Achso, und wenn ihr C seid, dann müsst ihr euch auch dementsprechend kleiden, Leute. Und zwar damit. Genau, wir stehen in der Kneipe im Schlafanzug, genauso wie im Radio. Habe ich immer vermutet, dass das so ist am Ende. Ihr habt alle weiße Kittel an, ihr seid alle im Rot, bis auf ihn, der hat was Spezielles. Ja, und euch jetzt hier unten irgendwelche Lackklamotten zu geben, habe ich auch alle verkauft. Schwere Söldnerrüstung, P2, A3, A2, Blödsinn. Obwohl, einfach nur mal zu gucken. Ding aussieht. Die sieht bestimmt aus wie die normale, aber ja, die kennen wir, die Rüstung. Foltanzug, warum hast denn du keine Bum-Bum, Kollege? Bist du der Neue? Ja, ist der Neue, den wir reingelassen haben. Das erklärt aber nicht, warum sie nicht hat. Gut, Leute, wie abgehackt? Eben schon mal versucht, das Ende einzuleiten, aber mich dann auch wieder ablenken lassen. Ja, Leute, ich bedanke mich für Zuschauen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Fände ich fantastisch. Einen Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt da die in den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.